Und damit herzlich willkommen zurück. Es ist... Nach einer halben Stunde ist es mir dann doch gelungen, den Herrn sofort auszuschalten, ohne drei Runden laufen zu müssen. Ich bin mega fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich mega angekotzt, die Mission. So. Nachdem ich es einmal geschafft ist, ich habe es schon das zweite Mal geschafft, nachdem ich es einmal geschafft hatte, musste ich dann auch noch... Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jax. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Ja, nach einer halben Stunde sinnlosen Hin- und Herfahren mit diesem Trottel, der uns eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Weil ganz ehrlich, gut, der hat sich an unseren Jackson vergriffen, aber es ist doch scheißegal. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht eh zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay. Das erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber dieser Typ hat uns nicht interessiert. Wir mussten ihn aber trotzdem fangen. Und jetzt will ich endlich diesen Typen in die Fresse schlagen. Werde ihn irgendwie erwischen. Oh mein Gott. So. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir endlich was Sinnvolles erreichen hier heute noch. Dann wäre ich sehr zufrieden. Man merkt schon, ich bin leicht angepisst nach der Mission. Aber wenn man eine Stunde lang dieselbe Mission spielt und immer wieder verkackt, dann ist das, glaube ich, gut nachvollziehbar. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu weit weg, sonst muss ich mich fahren. Ja, da fixe ich auf der 400 Meter, okay. Dann werde ich mir ein Auto nehmen. So, dann wollen wir mal schauen, was ist passiert und ich hoffe, ich komme hinter... Man muss sagen, ich finde bei dem Spiel auch nicht wirklich in die Story ein. Also klar, der Aiden böse, hat böse Dinge gemacht, seine Familie ist gerade im Bedrängnis, aber ich kann bis jetzt noch nicht wirklich so eine Beziehung zwischen ihm und der Familie aufbauen, so wirklich. Das ist für mich bis jetzt alles nur Verschwörungstheorie und so. Von Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. So, wollen wir mal den zweiten Hacker suchen hier. Der fand... Wie komme ich da hin? Ist das bei uns zu Hause oder was? Hallo? Gehst du mir auch? Dankeschön. Ja. Ich bin hier falsch. Da sollte ich lieber nicht runterspringen. Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, ich muss eine Etage runter. Ich glaube, ich muss direkt zu mir ins Haus rein. Jo, ich muss direkt zu mir ins Haus rein. Ich weiß zwar nicht, wie ich da jemanden finden soll, aber er wird mir das ja gleich erklären. Ach so. Hast du ja etwas übersehen? Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original.
Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchen. Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Okay, das war unsere Reaktion. Was ist denn jetzt passiert? Beschützt, es beschützt alles, die Dame beschützen muss. Mitkommen! Ich komme nicht raus. Oh mein Gott! Ich kann nicht durch. Oh, ich sterbe! Okay, clever beschützen. Ich brauche einen Sniper. Wo ist der andere? Stirb doch, Alter. Alter Schwede. Also, erzähl mir mal das Spiel, in dem du einem Sniper-Schuss nicht stirbst. Geschweige denn weiterkämpfen kannst. Wo ist dein Auto? Hier lang! Okay. Da so. Drüben! Der Ball kommt! Boah! Wo kommt das denn jetzt? Ich will meine Mission allein. Oh, das kann nicht sein. Weil eine Mission auf Anfang an ist das so schwer. Kann man hier nicht irgendwelche Schwierigkeitsstufen einstellen, ey. Da drüben. Der Balkon. Na klar, macht weiter. Okay. Wer sind diese Trottel, Alter, ey? Boah, natürlich! Ich mach das! Los! Nochmal auf Chinesisch, bitte. Da will jemand runter zu Clara. Okay,
Er sagt, dass ich mich verstecken will. Das war sehr gut. Ich habe eine Möglichkeit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, stimmt, 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 stimmt. Hör doch ab! Hin! Oh mein Gott! Verstärkung ist da! Sie kommen von vorne! Ja, das ist toll! Ich finde es so gut, dass die mir sagen, dass ich mich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt habe. Ich habe ja nicht meine Ahnung, wer die Leute sind. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht gerade. Die haben mich einfach überfallen. Da ist Clara, okay. Ja, natürlich Sniper. Was auch sonst? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Okay, ich habe ja noch zwei Sniper. Ach, der ist tot. Einer lebt noch. Oh. War doch gerade da oben, da war er nicht da oben. Wieso zum Teufel ist er jetzt auf einmal hier oben? Schaltet ihn aus. Oh, und jetzt auch noch eine Fahrmission. Oh mein Gott. Hallo, ich will da rein. Was haben wir da gefunden? Die stellen uns eine Falle. Ich kann da nicht einsteigen. Wieso? Hä? Wieso? Wieso fährt... Jetzt war ernsthaft, wieso sie weggefahren und ich bin stehen geblieben? Das war jetzt... ich raff das jetzt gerade nicht. Entkommen sie aus der... Ach so, sie fährt weg, okay, und ich muss entkommen. Statt sie mich aber mit dem scheiß Auto mitnimmt. Nein, ich muss selbst entkommen. Okay, wir laufen einfach ganz wie so ein Wanderer hier den Bergweg lang. Wie groß ist denn bitte das Umfeld des Motels? Okay. Das haben wir geschafft diesmal. Und da ruft Clara jetzt an. Bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Das lief jetzt überhaupt nicht gut. Keine Ahnung, wer die Leute jetzt waren.
habe ich je etwas wie die anderen gemacht. Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Nur ich kenne den. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Also ich würde diesen Typ... Sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse sie reden. Könnte ja sein, dass ich ein Hinweis finde. Also ohne Mist, wenn ich den Typen erwische, ich jag ihn eine Schrotkugel nach der anderen durchs Gesicht. Und zwar so, dass er nicht bei der ersten stirbt. Oder durchs Bein oder irgendwas. Wie kann man nur so ein Arschloch sein? Alter Schwede. Wir treffen jetzt natürlich erstmal Clara. Weil wir ihre Hilfe jetzt brauchen, um hier weiterzukommen. Ich will eigentlich nur hier vorbei. Nee, geht's nicht lang? Okay.